Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, was man tun muss, damit die Studenten die Abgaben ihrer Kommilitonen in einer Aufgabe sehen können. Dafür habe ich hier bereits eine kleine Aufgabe vorbereitet. Ich habe sie mal Literaturrecherche zu Photonenübergängen zwischen organischen und anorganischen Stoffen genannt. Jetzt bin ich im Profil der Studentin Anna Art und habe, wie man hier sehen kann, bereits eine Abgabe zur Bewertung hochgeladen. Es macht übrigens immer Sinn, den Studenten eine Art vorzugeben, ihre Lösungen zu benennen. Das erleichtert die Korrektur. Wieder zurück in meinem Profil, also als Dozent, kann ich diese Abgabe auch einsehen. Das sieht man hier. Für die Kommilitonen der Studenten sind diese Abgaben aber unsichtbar. Sie können nur sehen, was sie jeweils selbst hochgeladen haben. Um das zu ändern, erstelle ich jetzt die Aktivität Studierendenordner. Hier ist er. Und hinzufügen. Auch hier macht es wieder Sinn, einen geeigneten Namen zu finden, damit die Studenten den Studierendenordner der Aufgabe zuordnen können. Ich nenne meinen mal Lösungen Photonenübergänge. Unter Studierendenordner wähle ich jetzt Dateien aus Aufgabe importieren und die Aufgabe, aus der ich die Dateien importieren möchte. Bei mir eben wieder Literaturrecherche zu Photonenübergängen. Damit auch weitere Abgaben in die Aufgabe im Studierendenordner sichtbar werden, wähle ich automatische Synchronisation mit der Aufgabe. Unter Einverständnis einholen wähle ich Nein, da ich als Dozent selbst bestimmen möchte, wer welche Abgaben sehen kann. Und speichern uns zum Kurs. Zu guter Letzt klicke ich nochmal in den Studierendenordner, wo ich sehen kann, dass die Abgaben für die Kommilitonen der Studenten noch nicht sichtbar sind. Um das zu ändern, wähle ich die Studenten an, wähle hier unten für alle sichtbar und klicke auf Start. Jetzt sollten die Abgaben sichtbar sein und wir schauen uns mal an, ob es geklappt hat. Ich bin jetzt im Profil des Studenten Albert Ahlmann und sehe mir das Ganze mal aus seiner Sicht an. Ich klicke in den Studierendenordner und ich kann sehen, dass die Abgaben aller Studenten sichtbar sind. Hier seine eigene und die seiner Kommilitonin Anna Art.